Hi, servus. So, ich wollte euch heute den Herosieger ein bisschen nahe bringen, sag ich mal so, vorstellen. So eine Let's Show machen quasi. Und auch den Pestdoktor, wie der OP ist, meiner Meinung nach. Zumindest dem Level, wo ich es bin. Ich denke auch in Head-Level. Und vielleicht ein bisschen weiß man jetzt. So, fangen wir mal mit dem. Das ist ein kleiner Guide auf jeden Fall. Das ist nur ein Let's Show. Guide würde ich jetzt nicht rausholen. Ich wollte den Spiel und den Pestdoktor schreiben. So, wenn ihr jetzt in meine Equipe anschaut, ihr wollt sehen, das ist ein stinknormaler Equipe, wo gar keiner. Ich habe nicht mal die gelevelt. Level 1, 5 ist ja Level 1. Also ich habe nur ein einziges rote Low-Level. Dann, den habe ich bis in auf 2 ein Level gemacht. Die machen viel Unterschied. Ne? Aber ansonsten quasi, ich bin wirklich schlechter Typ eigentlich. Ich viel besser. Ich glaube, ab 80 kann man viele Rote tragen. So, von Equip her, seht ihr, bin ich wirklich schlecht. Und von dem Skill her, oder State her, ich gehe auf Ausdauer, alle Statuswerte viel mehr, weil versuche ich zumindest dadurch viel Ausdauer und durch Ausdauer kommt man auch Leben, Lebensregeneration. Was der Skill technisch auch zusätzliche Leben gibt, maximale Leben und ein Leben, ein plus Lebensregeneration. Hier sieht mein Lebensregeneration 636, während ich Lebenpunkte habe. Und hier durch Leben, umso mehr du Leben hast, umso mehr machst du Schaden, habe ich getestet. Ich werde euch nachher vielleicht in ein anderes Video das auch mit zeigen, aber jetzt nicht. Was ich als zeigen will, mal den Ratenkönig Skill. 90.000 Damage. Und gerade Level 21. Das ist gar nicht. Also der Level ist nicht low. Ich habe gesehen, Leute gehen locker auf 50 Level mit 50%, die wir durch die Rüstung haben. Der wird bestimmt da ein richtig kranker Damage machen, weil ich stelle dir mal vor, das ist fast 5.000 Damage pro Level. Mach mal nochmal 10 Level drauf, dann hast du nochmal 50.000 Damage. Und der Skill hier ist auch für mich wichtig, der wird auch nachher, ich glaube, ich habe einen gesehen, der hat auf 168% Damage gehabt, das ist Wahnsinn, so in dem Dreh. Und hier habe ich auch erzählt, wie gesagt, das sind so Lebenpunkte. Hier ist zwar auch noch zusätzlich Damage-Erhöhung, aber ich habe das nicht gesehen, dass er direkt gewirkt hat auf das. Zum Beispiel, wenn ich hier, mir an 90.000, jetzt mache ich meinen Buff, musste gleich dann irgendwie auf 100 irgendwas. So, siehst du, hat sich aktualisiert. Jetzt haben wir 131. Gucken wir mal jetzt wieder. Na, hier. Rattenkönig, wie ist denn Damage? Millionen Damage. Dann plus dort. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also, der Damage ist extrem. So, ich teste jetzt quasi jetzt auch bei dem Boss. Gucken wir mal, was da rauskommt. Das ist krank. Boss suchen. Wahnsinn. Money. Money. Also für den Schwierigkeiten ist für mich wie Kinderspiel. Also, das Wahnsinn. Was ich für eine XP rausholen. Also wenn man schnell hochgehen will und einen Charakter haben will, wo er alles schnell hochmacht, dann finde ich Pestdoktor richtig schnell Charakter. Mal was für ein Damage und was für eine Erfahrung ich sammle. Ja, der macht auch ein bisschen guter Schaden. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist der Giftkolben. Aber der hat einen Cooldown. Naja, der ist auch nicht so, du hast das auch nicht dauern. Guck mal, wie schnell das da gelevelt wird. Das ist Wahnsinn. Ja gut, so kriegt man acht. Rüstung ist ja oh. Also, Wahnsinn, oder? Ich hab Wahnsinn. Was für ein Damage. Ah, das ist große Rüstung. Ja, Minimap. Oh. Das ist, was ist denn das? Guck mal. Wo war das? Oh, nee. Ach, da ist Silvas da. Das ist Level 90. Also, aber sieht ihr den Unterschied? Wahnsinnig. Und seht ihr jetzt meinen Ring, wo ich aktuell habe, habe ich auch 2% Lebensergänzung plus.
schon mal auch gehört. Hier haben wir Schaden gekriegt. Eigentlich muss ich sagen, ein Talent, das ist nicht unbedingt gering für mich, könnte man nutzen, aber wenn ich den habe, dann muss ich den nehmen. Hier habe ich ja 2% Lebensregel, also 12.000 quasi 240 Lebensregel. Also viel aus für mich. So, ansonsten, den Unterschied kann ich euch auch so zeigen, wenn man auf Weißmagier geht. Weißmagier ist auch ein sehr guter Charakter, meiner Meinung nach. Vor allem ist er sehr tanky. Tankt auch wirklich extrem gut. Schwierigkeit. In dem Sinne, der Weißmagier macht quasi, ich sag mal so, der Typ ist sowieso nicht so der Derbe. Ja. Und der Skill sind mein Mains. Was ich Damage mache, ist das hier. Ja, ihr könnt auch stoppen lesen. Ich kann euch vorlesen. Quasi du heilst, als Heilung, was du übernimmst, was mehr als deine verlorene Lebenspunkte ist, geht für die nächste Skill als Schaden. Quasi das Skill selber ist das hier. Jedes Mal, wann immer ein Verbünder heilt, setzen einen Kettenbiss auf den nächsten Feind. Der tickt irgendwann mal, habe ich gesehen, mit einem Hüb ziemlich schneller. Fast zweifach schneller. Und da denkst du, wie viel Mal das man mit dem so richtig Schaden macht. Also der wird in Heil-Game vielleicht sogar besser als Pestdoktor sein, meiner Meinung nach. Weil der ist ziemlich tanky mit dem Spiel. So, jetzt zeige ich euch auch ein bisschen. Das ist so eine Aura. Der macht basierend auf deinem Mana-Schaden. Dunkle Eis. Natürlich auch magische Schaden und so macht auch Effekt, aber steht ja auch auf meinem auf maximale Mana. Und der verbraucht auch 5% deiner Mana. Sekunde. Musst du deswegen auch bei dem Charakter gute Mana Pool haben. Und das ist unser Skill. Ja, hier schickt dir Ketten. Und wenn der mehr tickt, das heißt, jetzt tickt der plus Sekunde, sagen wir mal einmal. Nachher, glaube ich, plus Sekunde tickt das fast 2-3 Mal. Ja, das ist extrem schade. Was zusätzlich kannst du das Skill dabei nutzen. Ich meine, sind gar nicht, aber sind nicht so, dass man sagt, okay, das wäre, was sind das für ein Scheiß, wo ist mein Zombie? Heißt sogar Aldo. Alter, der Aldo. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal kurz auch in bei den Mobs testen, dann seht ihr auch, was ich meine, was der Tanki sein kann, weil im Grunde genommen kämpfte so Aura. Na, der geht ja normalerweise auch schnell runter, wenn er jetzt solche Mobs hat. Und dann siehst du, wenn man das Heilskill aktiviert, dadurch dann hat er ja extrem schnell wieder Heilmöglichkeit. Ne? So, hier. Also, wenn der Heilskill nicht wäre, der wäre 1000 Mal tot, weil der andere Vorteil von Heilskill, der macht auch quasi 25% Damage Reduction. Also Damage Reduction. So. Ja. Also, immenser Charakter. Und das sind meine Favoriten. Heresy, wie gesagt, ich spiele zwar nicht, sagen wir mal so, wirklich nicht durch das Spiel, aber wenn ich zocke, dann macht das richtig Spaß. Charakter auch, weil du hältst dich hoch und du machst Damage, wenn du dich hoch. Und ich glaube, du kannst, wenn ich nicht falsch bin, auch eben dir Ops oder sowas ähnliches auch heilen. Ja, ja, stimmt. Wirklich, stell dir mal vor, du bist zu dritt unterwegs und der tickt dreimal und in dem dreimal, glaube ich, machst du auch Schaden. Ich verstehe von uns. So. Ansonsten sage ich mal, jo. Ich mach mal, wenn es wirklich so weit kommt und Bedarf besteht, wenn ich merke, es gibt einen Bedarf, dann mache ich auch einen Guide mit dem High Level oder so. Aber erstmal jetzt, sag ich mal, na, das sollte ein Let's Show sein. Und kurzer Überblick über das Pestdoktor und Weißmagie. Dann sag ich mal, wünsche ich euch ein schönes Spiel noch, egal was ihr spielt. Was auch immer und wo auch immer. Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Denk an die Like. So, was es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, dass ihr dran denkt. Muss ihr aber definitiv nicht. Ciao, ciao.